Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Wenn man viel Arbeit hat, was macht man dann? Man lädt sich noch mehr auf. Ich mache mir selbst keine Arbeit, ich bekomme meine Arbeit. Ich bereite Dinge vor, ich lasse Dinge liegen, ich bereite andere Dinge vor, ich ziehe sie durch. Ich mache Dinge alleine, ich mache Dinge mit Brüdern und Schwestern zusammen. Ich lese viel und immer wieder gibt es irgendwelche Dinge, wo ich sage, von da musst du ein Video von machen, da musst du ein Video von machen, da musst du ein Video von machen. Nun, wo mich diese Reise mit diesem hier, mit diesem Video hier hinführt, weiß ich noch nicht gut. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil es könnte sein, dass das eine längere Serie wird, aber das wird sich irgendwie ergeben. Der Punkt ist, wie gesagt, ich mache die Arbeit nicht, ich mache das, was mir vom Heiligen Geist eingegeben wird. Wenn ich irgendwo was sehe und das weckt mein Interesse, dann ist das, weil der Heilige Geist mich dazu leitet und sagt, das musst du lesen und da kannst du vielleicht irgendwas mit anfangen. Der sagt selbst nicht, da kannst du irgendwas mit anfangen, der führt mich dann dahin und sagt von, ey, da hast du auf deinem Computer doch schon mal das und das und da wolltest du doch mal das und das drüber machen. Also, ihr versteht, so ist das oftmals mit meinen Dingen, weil ich habe so wahnsinnig viel Bücher. Ich lese im Augenblick 10 Bücher gleichzeitig, Deutsch und Englisch. Hab die Serie der modernen Kriege, lese jetzt gerade das Salz der Erde ein, hab das Evangelium in Russland gelesen, lese Kreml und Vatikan und noch ein paar andere Dinge. Lese auch englische Bücher, die Originalität oder die Authentizität des Buches Genesis. Der einzig wahre Gott von Chang und so weiter und so weiter. Also ich kann es gar nicht alles aufnennen, aber es ist viel zu viel. Und manchmal verliert man da ein bisschen die Übersicht. Man muss irgendwo drauf fokussen. Das probiere ich im Augenblick. Und gerade wenn ich mich dann ein wenig gefokust habe, dann kommt so eine Sache rauf, dass ich sage von, da will ich jetzt was mitmachen. Ich bin durch Tom Fress seine Lesungen auf First Amendment Radio zu hören, im Augenblick von 2012 bin ich angekommen. Ich höre, habe alles von Ende 2008, Anfang 2009 bis Mitte 2012 mir angehört, auch schon teilweise ältere, also jüngere Dinge, 2016, 17 und sowas, aber jetzt habe ich mal angefangen chronologisch alles zu hören. Und da war bei den Sachen ein Interview mit bei, das er gemacht hat, das ich unglaublich interessant fand. Und dieses Video ging im Grunde so um die, im Groben umschrieben, römisch-katholische sozialistische Agenda mit dem Gast, den er dabei hatte. Sehr interessantes Video. Und in derselben Zeit muss Tom irgendwas gesagt haben von Richard Bennett, der auch irgendwie sowas gemacht hat. Und da habe ich, den kennt ihr ja schon, da habe ich mich ja umgeguckt auf der Webseite Berean Beacon und siehe da, da hat der Richard Bennett ein Papier rausgebracht, das nennt sich die römisch-katholische Kirche oder die römisch-katholische, Entschuldigung, sozialistische Agenda. So, und aufgrund dessen hatte ich dann ein Video rausgebracht. Das werde ich euch mal eben zeigen. Das ist in Englisch. Das könnt ihr euch dann auch gerne in Englisch mal anschauen. Mal eben gucken, wenn wir den richtigen Kanal aufmachen. Das ist hier. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen auf dem rein englischen Kanal veröffentlicht. Das ist hier, The Roman Catholic Socialist Agenda from Two Protestant Point of Views, also die römisch-katholische sozialistische Agenda von zwei protestantischen Sichtweisen. Die eine Sichtweise war ein Interview mit Richard Bennett, das er mit jemandem gemacht hat, und das andere war das Interview mit Tom. Die beiden habe ich zusammengeklebt zu einem Video, eine Stunde 35, also gut anderthalb Stunden lang. Und dann habe ich auf der Webseite weitergeguckt. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie genau ich an die ganzen Dinge rangekommen bin, aber ich habe auf der Webseite Berean Beacon hier, seht ihr das Zeichen hier unten, habe ich noch mal ein bisschen weitergeschaut und da fand ich dann den Artikel im Englischen, The Roman Catholic Socialist Agenda. Und die Schwester Renate hat mir dann freundlicherweise dieses Papier ins Deutsche übersetzt und das ist das, was hier jetzt vorliegt. Die römisch-katholische sozialistische Agenda. Das heißt, ich habe also nur dieses Video gemacht in Englisch, habe dann aber letzte Woche, also diese Woche, Entschuldigung, diese Woche Montag mit Tom angefangen, The Roman Socialist Agenda, das Papier, was wir jetzt in Deutsch liegen haben, in Englisch angefangen mit Tom zu lesen und habe jetzt Montag zwei Sendungen mit ihm gemacht von jeweils etwas über einer Stunde, weil uns das so fasziniert hat, wenn man eine Stunde mit einer Sendung gar nicht hingekommen. Und dann dachte ich mir, aber jetzt habe ich das Papier ja auch in Deutsch, jetzt musst du ja auch eine deutsche Sendung von machen.
Aber daneben, dass ich diese deutschen Sendungen hier habe, habe ich bereits vor Jahren, damals noch mit Viktor geplant, eine Lesung von Caritas in Veritate. Ja? Die Politik des Vatikans zu religiösen, politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten. Und das hängt natürlich zusammen mit der römisch-katholischen sozialistischen Agenda. Das wusste ich damals auch schon. Das wollte ich damals mit Viktor, glaube ich, machen. Aber wir haben uns dann auseinandergelebt. In die Details will und kann ich da jetzt auch gar nicht mehr mit eingehen. Und das Projekt ist immer auf Eis liegen geblieben. Hier seht ihr ja, das ist von 2018. Ist hier ein Artikel damit drin und die Übersetzung selber hier ist, die kommt von Brian Beacon von Caritas in Veritate, ist von 2020, also es ist schon ein paar Jahre alt. Aber ich glaube, es könnte jetzt durchaus sein, dass ich hier die römisch-katholisch-sozialistische Agenda zum Anlass nehme, um danach Caritas in Veritate zu machen. Da gibt es auch ein interessantes Video zu, wie ihr hier jetzt auf dem Ordner gerade gesehen habt. Hier. Ich mache das mal ganz kurz auf. Wir schauen uns We das wish jetzt nicht first an. to express. Wir schauen uns das jetzt nicht an, aber das ist ungefähr 15 Minuten lang und geht um den Besuch von Papst Paul dem VI. Zu den Vereinten Nationen 1965. Und die Renate wird sich das Video jetzt anschauen, ein Transkript davon machen und dann das Transkript ins Deutsche übersetzen und dann werde ich das Video mit Untertiteln versehen. Das ist zumindest der Plan und dann können wir das da auch noch mit reinnehmen. Also es sind sehr interessante Dinge. Und warum sind das so interessante Dinge? Jetzt werdet ihr sagen von Jörg, was erzählst du uns denn hier alles? Warum? Was ist denn daran so wichtig? Na, jetzt schauen wir mal eben. Jeder von euch kennt ja das Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab. Da klingeln jetzt bei einigen die Glocken. Und dieses Video, dieses Bild hier habe ich ja auch als Videotitelbild gebraucht für das englische The Roman Catholic Socialist Agenda. Ja, das ist hier ein junger Mann. Hier oben seht ihr das Emblem vom oder das Logo vom World Economic Forum, also Weltwirtschaftsforum, von Klaus Schwab, diese Organisation. Das ist natürlich nicht von Klaus Schwab selber. Klaus Schwab ist nichts weiter als ein Jesuitenagent. Und ihr Schlagwort, das jeder, glaube ich, in letzter Zeit schon mal gehört hat, ist: Ihr werdet nichts besitzen oder du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Ja? Basiert auf dem Input, also auf der Eingabe durch die Mitarbeit der Mitglieder des Weltwirtschaftsforums globale zukünftige Konzile, ne? Councils, also Meetings, wie auch immer man das jetzt übersetzen will. Ja? Based on the input of members of the World Economic Forums Global Future Councils, also Meetings, Treffen sind das ja von Wirtschaftsgrößen, Politikern und was weiß ich nicht, alles, die da zusammenkommen. Und die dann bestimmen, wie das hier in dieser Welt weitergeht. Und wer Herrscher des Bösen gelesen hat, der weiß ja auch, wer wirklich da überall hintersteht. Also wir gehen hier in die Vordergründe rein, aber dann werden wir die Hintergründe auch belichten. Dieses Bild werde ich wahrscheinlich noch mit einem deutschen Titel versehen und dann als Titelbild gebrauchen für das Video, was wir jetzt hier machen, was ihr jetzt gerade seht. Und werde das als Einleitung dafür gebrauchen, um dann zu sehen, ob ich dann Caritas in Veritate nachher auch noch dranhänge. Auf jeden Fall war das so meine Inspiration, meine Eingebung und der Heilige Geist hat mich dann dahin geführt und gesagt von, mach das jetzt. Richard Bennett hat also dieses Papier verfasst. Vor einigen Jahren Richard Bennett selbst, jetzt ich glaube 2021 oder 2020 bereits verstorben. Ein ehemaliger römisch-katholischer Priester, sogar von Jesuiten ausgebildet, der jahrelang in der Karibik gearbeitet hat und dann, als er dann ein großes Treffen, ich will jetzt nicht sagen, dass es während des Zweiten Vatikanischen Konzils war, aber ein großes Treffen in Rom gesehen hat, wo die ganzen Kardinäle und, wollen wir mal eben gucken hier, Kardinäle, wo die alle in Rom da rausgekommen sind und man sah dann da die ganzen Kardinäle rumlaufen mit ihren roten Jacken hier, ne? So wie hier beim Konzil. Und auch die Bischöfe dann mit ihren andersfarbigen, ja, die haben ja, glaube ich, lila oder was, also Scharlach, ne? Scharlachrot ist das hier und Purpur, also Velvet ist hier die Farbe, die man hier hat, ist ja die Farbe der Bischöfe, glaube ich.
Also jedenfalls, als er das gesehen hat, sagte er von, das ist ja hier die römisch-katholische Kirche, das ist ja hier Offenbarung Kapitel 17 und 18, was sich mir hier offenbart, warum habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen? Und so ist dann Richard Bennett vom römisch-katholischen Glauben übergestiegen auf den reinen Bibelglauben. Was ein Glück für uns. Und er hat viele, viele Papiere. Hier, das ist, wie ist jetzt die, wie nennt man jetzt die Farbe hier? Violett doch, ne? Also Pink. Was weiß ich. Ne? Auch ein Kardinal. Na gut, also die Farben halt von Rom hat er da gesehen und sagte sich, da aus der Kirche muss ich raus. Und seitdem hat er unglaublich viele Videos gemacht, Artikel geschrieben, um eben die Menschen aufzuklären über das, was Rom so alles macht. Nun, der große Vorteil von Richard Bennett, ich mache mal eben sein Bild größer. Den Text sehen wir dann gleich noch. Der Vorteil von Richard Bennett ist, in seiner Ausbildung hatte er Latein unter anderem auch gehabt. Und er sprach fließend Lateinisch. Und er sprach nicht nur fließend Lateinisch, er konnte nicht nur die ganzen Enzykliken und Bullen von Päpsten lesen und verstehen, sondern er sprach auch die Papstsprache. Weil es ist eine Sache, Latein zu verstehen und eine andere Sache zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Weil das, was vordergründig gesagt wird, ist nicht immer das, was hintergründig gemeint ist. Und Richard Bennett war ein Meister darin, diese Papstsprache normalen Menschen verständlich zu machen. Und wenn er zum Beispiel sprach über, ich gebe das Beispiel, Caritas in Veritate oder auch das Papier, was wir jetzt gleich besprechen, über die katholische sozialistische Agenda, wenn da irgendwelche päpstlichen Papiere rausgekommen sind, dann konnte er das nicht nur im Original Lateinischen lesen, sondern wusste auch aufgrund seines Verständnisses, was auf der einen Seite da geschrieben steht und auf der anderen Seite, was damit gemeint ist und konnte das den Menschen sehr, sehr gut erklären. Deswegen war seine Webseite sehr erfolgreich, also finde ich zumindest. Sie hat viele Leute erreicht, viele Menschen erreicht, viele Menschen auch bekehrt. Er hat auch Videos darüber gemacht, wo er Katholiken hat bekehren können zum wahren Glauben, was auch eine sehr gute Sache ist. Und ich habe ja von ihm auch das Video von seinem Zeugnis, von seiner Bekehrung auf meinem Kanal. Müsst ihr mal schauen. Bekehrung eines Priesters oder sowas heißt das, glaube ich. Wollen wir mal nachgucken. Ich weiß das jetzt gar nicht, wie das heißt. Ja, das Bild kommt gleich. Da erkläre ich euch gleich was zu. Aber ja, das ist Live-Video und dann bespreche ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht besprechen wollte oder was ich vorher gar nicht wusste, was ich besprechen wollte. Priester, ich meine, das war im Text, war das mit drin, das Priestertum, moderne Kriege. Hier, Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Seht ihr? Das ist das Video, was ich von Richard Bennett habe. Das ist etwas über eine Stunde, etwas weniger als eine Stunde, der macht nicht so lange Videos. Und hier gibt er dann im Grunde seine Karriere und seine Errettung bekannt. 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche, aber nie erfüllt vom Geist. Bis, ja, hört es dann selbst. Ne? Das Video könnt ihr euch gerne angucken. Ja, 1 Stunde und 3 Minuten wahrscheinlich mit einer Einleitung von mir. Hallo. Ja, eine Einladung von mir, weil er macht so lange Videos nicht. Gut, ich werde den Link dann auch mit dazufügen, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Und dann lernt ihr Richard Bennett ein wenig besser kennen. Aber dieser Mann, der hat vom Heiligen Geist wirklich die Gabe bekommen, diese teuflische Schrift vom Antichristen nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen und dann in verständlichen Worten das wiederzugeben, was da wirklich mit gemeint ist. Deswegen sind seine Papiere so wertvoll. Deswegen lese ich die auch gerne. Und wie gesagt, wenn wir jetzt von diesem sozialistischen Agenda-Papier in Caritas in Veritate übergehen, dann wird das eine längere Serie. Das weiß ich noch nicht. Muss ich eben sehen, wohin mich das führt. Ich weiß ja auch nicht das Ende von Anfang an, sondern ich fange irgendwo an und dann gehe ich dahin, wohin ich geführt werde. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist mir jedenfalls sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die Menschen meine Videos schauen. Die gucken das ja nicht meinetwillen, sondern die gucken das wegen der Informationen da drin. Und ich kann immer nur sagen von, macht bitte eure eigenen Untersuchungen und ich gebe euch Starthilfe. Ja, mehr ist das nicht. Ich sage, guckt hier mal, guckt hier mal, guckt da mal, schaut diesmal an, lest dieses Buch, schaut euch das Dokument an und dann lese ich das selbst und erkläre ich euch das.
Und damit möchte ich im Grunde jeden dazu bringen, sich die Dinge selbst anzuschauen, sie selbst zu lesen, sie selbst zu verstehen. Und vielleicht habt ihr ja ein anderes Verständnis davon. Vielleicht ist mein Verständnis ja auch, deckt sich nicht mit eurem Verständnis, aus welchem Grund auch immer. Dass mein Verständnis falsch ist, glaube ich nicht, weil das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich denke schon, dass der Heilige Geist mich hier und da sonst korrigieren würde, weil das hat er schon öfter getan, wenn ich mich irgendwo verrannt habe. Und ich werde auch korrigiert, wenn ich mich geirrt habe und in der Zukunft dann Dinge rechtsetzen kann, wie zum Beispiel meine falsche Trinitätslehre, die ich früher hatte, die ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu berichtigen und deswegen da die ganze Serie zu machen, zumindest anzufangen mit der Serie von Ja, sollte Gott gesagt haben, wo ich dann auch nächstes Jahr wieder voll mit einsteige. Dieses Jahr habe ich viele andere Dinge gehabt, die mich davon leider abgelenkt haben. Ich habe jetzt über einen Monat da schon keine Lesung mehr von gemacht oder fast 2 Monate von. Aber das geht nächstes Jahr weiter, weil das ist ja auch eine riesengroße Agenda. Muss man eben alles auch unter einen Hut kriegen. Und wie gesagt, ich lese dann hier was, lese dann da was und dann auf einmal ist das so interessant, dann will ich damit weiter. Diese Woche hat Gerald mir 2 Bücher über die Stundisten geschickt. Ja, es sind kleine Bücher, 30, 40, 50 Seiten, aber trotzdem, das fragt doch seine Zeit in Frakturschrift, das zu lesen, zu verstehen und dann abzuwägen und zu sagen von, ja, mache ich das jetzt bei der Serie Evangelium in Russland mit rein? Ist das so wichtig? Und vor allen Dingen, ja, das fragt immer so viel Zeit, weil ich mich ja auch oftmals ja, ein bisschen verrenne, so wie jetzt. Ich bin schon, glaube ich, 20 Minuten in diesem Video und ich habe noch keinen vernünftigen Satz gesagt. Ja, da fangen wir jetzt mal mit an. Also, Richard Bennett hat dieses Papier verfasst, die römisch-katholische sozialistische Agenda. Und ihr werdet sehen, das ist eine ziemliche Reise, allein schon dieses 11 Seiten Papier, wo uns das hinbringt. Und ich zeige euch gleich, warum das so ist. Katholiken lieben und Katholizismus entlarven. Das ist ein bisschen so das Schlagwort, der Slogan von Richard Bennett gewesen. Ja, er liebt Katholiken, so wie Gott auch jeden Menschen liebt, auch wenn er sich von ihm abkehrt. Er gibt jedem Menschen eine Chance. Und auch Katholiken bekommen eine Chance. Und wir sind dazu da, um teilweise diese Chance zu sein, weil in ihrer Kirche selber bekommen römisch-katholische Katholiken keine Chance. Die Kirche ist so falsch, so verlogen, dass man, wenn man da einmal richtig drin ist, so in der Dunkelheit ist, dass man das Licht nicht mehr sehen kann. Und wir sind dafür da, um für die Katholiken das Licht zu sein. Wir sind dafür da, um für Buddhisten, Hinduisten, Schamanen, Juden, nicht zu vergessen, Römer 11, 11 und Katholiken auch das Licht zu sein. Ja, Zoroastrier, ja, wir wollen das Licht für euch sein. Wir wollen euch zeigen, was das wahre Licht der Welt ist, wie Jesus Christus gesagt hat, unter anderem in Johannes Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der wird nicht vergehen. So, das war jetzt kein wörtliches Zitat, aber er ist das Licht der Welt. Solange er in der Welt ist, hat er auch mal an einem anderen Vers gesagt, weil er ist ja nicht das Licht der Welt, der Vater ist das Licht der Welt, aber der Vater war in ihm und dadurch, dass der Vater in ihm war und er alle Autorität auch bekommen hat hier auf dieser Erde in dem Zeitpunkt, wo er Sünden vergeben konnte, Tote aufgeweckt hat, andere Wunder vollbracht hat. Das waren nicht Wunder, die er vollbracht hat, sondern Wunder, die der Vater durch ihn vollbracht hat, wie er auch immer wieder gesagt hat. Gleich wie er sagte, die Worte, die ich sage, sind nicht meine Worte, sondern die Worte dessen, der mich gesandt hat. Aber solange Jesus in dieser Welt war, war er das Licht der Welt, weil der Vater in ihm war. Und dieses Licht der Welt, das wollen wir allen Ungläubigen reichen. Was sie damit machen, das ist nicht mehr in unserer Hand, das ist in Gottes Hand. Aber wir wollen säen, wir wollen gute Sämänner sein und Samen fallen lassen. Und einige fallen auf dornigen Grund, einige fallen auf steinigen Grund, andere fallen auf fruchtbaren Grund. Das sind zwar die wenigsten, aber es gibt sie. Und deswegen hat Richard Bennett sich, nachdem er 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche war, zur Aufgabe gesetzt, ich liebe Katholiken, ich liebe die Menschen, mit denen ich 22 Jahre in derselben verlogenen Kirche war. Und deswegen mache ich es mir jetzt zur Aufgabe, diesen Katholizismus zu entlarven.
Er hat ja ein wunderbares Video gemacht, das viele von euch kennen, die Englisch kennen. Roman Vatican Control through Civil Law heißt das, also vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz. Ein wunderbares Werk, ein wunderbares Video, wo man sehr gut versteht, wie eben wir alle katholisch gemacht werden, auch wenn wir gar nicht religiös denken, weil wir eben uns an das bürgerliche Gesetz halten und weil das bürgerliche Gesetz abgestimmt ist an das römisch-katholisch-kanonische Gesetz. Ja, so kann man sich schon in einem Satz 10 Minuten festhalten. Also der Slogan von Richard Bennett war: Katholiken lieben und Katholizismus entlarven. Und wenn ich den Katholizismus entlarve, dann habe ich da sehr, sehr viele Ebenen, auf denen ich das tun kann. Ich kann das tun auf der Glaubensebene, indem ich entlarve, dass die römischen Katholiken oder der römische Katholizismus, lass uns jetzt mal sagen, also die Hierarchie der Kirche, ein falsches Evangelium predigt, einen falschen Jesus predigt, einen falschen Gott predigt, eine falsche Erlösung predigt, Sakramente predigt. Überhaupt guckt euch nur die Beschlüsse des Konzils von Trient 1545 bis 63 an. Schaut euch die 125 Verdammungen an, die darin ausgesprochen wurden, und dann wisst ihr, was der Katholizismus alles genau anders macht als die Bibel. Immer alles an die Bibel halten. Und das hat Richard Bennett dann auch eben später gemacht. Und das hilft dann eben, den Katholizismus zu entlarven auf allen verschiedenen Ebenen. Und es gibt halt nicht nur die religiösen Ebenen, sondern es gibt eben auch die weltlichen Ebenen, da ja der Katholizismus sich uns auch offenbart in zweierlei Personen: Staat und Kirche. Zusammen dann noch in einer Funktion. Etwas, was in Amerika zum Beispiel eben verboten ist. Da gilt eine Trennung von Staat und Kirche. Gilt die in Deutschland auch? Ich weiß gar nicht, ob die sich in Deutschland da wirklich noch so mit beschäftigen, ob das jetzt getrennt sein sollte oder nicht. In Amerika ist das immer noch ein ziemlich wichtiger Punkt, aber die Verschmelzung hat mehr und mehr stattgefunden. Nicht nur in Amerika, eigentlich überall. Und von daher haben wir eben auch die politische Seite, die man sehen muss. Nun, die Politik legt die Grundregeln für alles, was in einem Staat passiert, zur Zusammenlebung, was zum Zusammenleben wichtig ist. Also zum Beispiel auch die Wirtschaftspolitik wird vom Staat reguliert. Ja? Nicht wie in der Bibel steht, biblische Wirtschaft, das ist eine ganz andere Art und Wirtschaft. Nein, das ist kein Kapitalismus. Nein, das ist auch kein Sozialismus. Das ist eben biblische Wirtschaftsgrundlagen, ganz anders. Da müsste man sich mal in der Bibel beschäftigen, unter anderem mit den Büchern Numeri und solche Sachen, wo ganz klar drin steht, wie man vernünftigen und ehrlichen Handel betreibt, biblisch gesehen. Ja, mit einer rechten Waage, ja, wo die Dinge wahr miteinander aufgewogen und verglichen werden, ja, wo die Gewichte und Maße ganz genau festgelegt sind im Buch Numeri. Schaut euch das mal an. Ist ganz interessant und hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Kapitalismus dient ja nur dazu, dass einige sich verreichen können und andere immer in der Tretmühle laufen und denken, dass sie davon reicher werden. Und Sozialismus ist ja noch eine ganz andere Sache. Da sprechen wir wahrscheinlich während dieser Sendung drüber oder während dieser Serie. Ich schätze immer, wenn ich so eine lange Einleitung brauche, bis ich zum ersten Satz komme, dann wird es eine Serie werden. Könnt ihr mich ja wieder für an die Wand nageln, aber ja, ich kann es nicht ändern. Ich habe eben so viele Dinge, mit denen ich mir mitteilen möchte, und ich möchte mich unzweideutig mitteilen mit meinen Brüdern und Schwestern, aber auch unzweideutig mitteilen mit neuen Zuschauern, die kommen und die sagen von: Ey, das ist ja vielleicht mal ganz interessant. Vielleicht können wir hier mal etwas lernen. Vielleicht können wir hier mal verstehen, wie die Kirche, die ja auch ein Staat ist, römisch-katholische Kirche auf der einen Seite und der Staat des Vatikan auf der anderen, das Oberhaupt des Vatikans ist ein Kaiser und dieser Kaiser ist gleichzeitig das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, nennt sich da Papst. Jetzt sagt ihr von: Jörg, was erzählst du denn? Der Papst nennt sich doch nicht Kaiser. Nein? Dann schaut euch mal dieses Bild an hier. Hut 30. Das ist aus der Hour of the Truth Serie 30. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nur das Englische hier, ne? Muss ich das nochmal übersetzen? All hail Caesar! Papst Pius IX. In seinem Discorsi, Band 1, Seite 253, sagte: Der Cäsar, der euch jetzt anspricht
und dem alleine ihr Gehorsam und Treue zu verpflichtet seid. All hail Caesar. Also der Papst nennt sich genauso Caesar wie die Caesaren des sogenannten vergangenen Römischen Reichs. Ob das Römische Reich auch wirklich vergangen ist in 476 nach Christus, da werden wir noch drüber sprechen in der Serie. Ja, sollte Gott gesagt haben, weil das wird eine ganz, ganz lange, ganz intensive Serie, wo viele Dinge zur Sprache kommen, unter anderem auch das. Und dieser Cäsar ist halt der König oder Kaiser oder Cäsar, wie auch immer, vom Vatikan. Das kleinste Königreich auf dieser Erde, ja. Könnt ihr ja gerne mal nachschauen. 108 Hektar groß. Das kleinste Land auf dieser Erde. Aber mit der größten Macht und mit dem größten Reichtum. Für den Reichtum schaut mal solche Videos in Englisch zumindest von Vatican Billions, das Tom Fress auch gelesen hat in 2012. Das Buch von Avro Manhattan, das ihr immer noch kaufen könnt. Billions, eigentlich eher Trillions oder wahrscheinlich sogar noch eine Nummer größer, wenn man da überhaupt noch irgendwelche Namen führt für diese Zahlen. Na, das wird ja immer unglaublicher. Also, alle sollen Cäsar huldigen nach Antichrist Papst Pius IX. In seinem Discorsi, auf dem er sagt, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine ihr Gehorsam und Treue verpflichtet seid. Tja, also. Der Vatikan ist der Staat und die römisch-katholische Kirche ist die Frau, die auf diesem Staat das Pferd reitet. Wenn wir mal eben in biblischen Termen sprechen, Offenbarung 17 und 18, ne? Die Frau, die das Tier reitet. Die Frau ist die Kirche. Eine Frau ist in der Bibel immer eine Kirche. Also, außer es handelt sich natürlich jetzt um eine physische Frau. Ja. Ich glaube, das muss ich jetzt hier den Leuten nicht mehr erklären, das ist euch soweit bekannt. Vor allen Dingen in der Prophetie ist also eine Frau eine Kirche und der Staat oder eine Nation, ein Staat, eine Regierung, eine Macht ist eben ein Tier. Deswegen sagte Daniel ja auch, es wird noch vier Tiere geben, bis Jesus Christus wiederkommt. Babylon, in dem wir jetzt in der Gefangenschaft leben, danach kommt Medo-Persien, dann Griechenland und dann Rom. Ist Jesus Christus schon zurückgekommen? Nee? Ja, dann leben wir immer noch in Rom, ne? Oder die Bibel lügt. Aber dazu, wie gesagt, ein andermal mehr. Also der Papst ist der politische Führer des Staates Vatikan und er ist der religiöse Führer der römisch-katholischen Kirche. Die Frau, die auf dem Tier reitet. So. Und von daher ist es ja interessant, die römisch-katholische Kirche hat also eine römisch-katholische sozialistische Agenda. Hier fügen sie die Kräfte der Religion auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite zusammen. Religion und Politik gehen Hand in Hand. Politik ist nur die Fortsetzung von Religion mit anderen Mitteln. Das hatten wir auch in moderne Kriege bereits festgestellt. Jetzt gehen wir doch mal in das Papier rein. Liebe Brüder, sagt Richard Bennett, die Befolgung biblischer Prinzipien hinsichtlich der Art und Weise, wie wir leben und für unsere Familien und uns selbst sorgen, bringt Stabilität und Wohlstand in die Gesellschaften, in denen wir leben. Gegenwärtig ist der Sozialismus auf dem Vormarsch. Und die katholische Kirche trägt mit ihrer sozialistischen Agenda dazu bei, ihn zu fördern. Der Angriff auf die Vereinigten Staaten, also von Amerika jetzt, durch die katholische Kirche und die weit links stehenden weltlichen politischen Interessen bringt die Vereinigten Staaten schrittweise dazu, den Sozialismus zu akzeptieren. Eine Form der zivilen Regierung, die völlig im Widerspruch zur Vereinigten Staaten-Verfassung steht. Weil in der Verfassung der Vereinigten Staaten ist von einer Republik die Rede und von einer Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht von einer zivilen Regierung, so wie sie im Augenblick ist. Also die Demokratie zum Beispiel, die sie da haben, gibt es nicht. Amerika wurde nicht gegründet als Demokratie, sondern als Republik. Und diese Demokratie ist dann heutzutage so unterwandert, dass sie ständig von links nach rechts springt und damit eben die Agenda des Vatikan erfüllen kann. Ihr erinnert euch an die Großvateruhr. Marius bringt das Beispiel ja auch ein paar Mal immer in den modernen Kriegen.
Ja, das Pendel der Uhr schlägt von links nach rechts. Das ist also eine Veränderung der Politik von der linken auf die rechte Seite oder von der rechten auf die linke Seite. Und das Einzige, was sich verändert oder was Fortschritt macht, ist die Agenda der römisch-katholischen Kirche, der Zeiger auf der Uhr. Weil das Pendel schwingt immer nur rechts und links, das macht nichts weiter. Aber der Zeiger auf der Uhr, der geht voran. Ja? Und der Angriff auf die Vereinigten Staaten durch die katholische Kirche, die weit links stehenden weltlichen politischen Interessen, bringt die Vereinigten Staaten schrittweise dazu, den Sozialismus zu akzeptieren. Das ist doch genau wie bei uns. Machen wir nicht auch manchmal hier in Europa den sarkastischen Spruch von, ja, wir leben in der UdSSR, EUdSSR, ne? In der Europäischen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, nachdem die UdSSR so gesagt gefallen war? Durch eine Verschwörung des damaligen Papstes Johannes Paul II. Mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Wilson Reagan. Da kommen wir gleich noch zu. Das wird in einem anderen Buch behandelt und da sprechen wir heute auch noch von. Aber erstmal gehen wir weiter. Eine Form der zivilen Regierung, Sozialismus, die völlig im Widerspruch zur US-Verfassung steht. Die sozialistische Agenda des Papsttums lässt sich anhand der offiziellen, öffentlich zugänglichen katholischen Informationen belegen. Nochmal, die sozialistische Agenda des Papsttums lässt sich anhand der offiziellen, öffentlich zugänglichen katholischen Informationen belegen. Ein Beispiel, die Dinge, die ich vielleicht noch bringen werde. Oder die ihr gerne selbst nachforschen könnt. Caritas in Veritate. Das ist jetzt hier auch das Papier des Papstes, des Papstes. Das Papier von Richard Bennett dazu. 21 Seiten. Wie gesagt, das dauert eine Zeit lang, bis ich da dann mit durch bin. Aber ihr könnt das gerne im Internet selbst nachforschen. Das geht ganz einfach. Schaut mal, ich gehe hier aufs Internet und ich sage Caritas in Veritate. Und dann habe ich hier Holy See, Vatikanische Webseite. Ja? Ich habe Wikipedia, da kann ich mir schon mal eine Zusammenfassung davon angucken. Und hier habe ich das vom 29. Juni 2009, Caritas in Veritate von Papst Benedikt dem 16. an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen gottgeweihten Lebens, in die Christgläubigen und die christgläubigen Laien und an alle Menschen guten Willens über die ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit. Ganz wichtig ist dieser kleine Satz hier, an alle Menschen guten Willens. Ja, das ist. Damit sind eben alle die angesprochen, die nicht römisch-katholisch sind, aber eben römisch-katholisch gemacht werden durch die Politik des Vatikans. Und da könnten wir lange drüber reden. Jetzt schaut euch das mal an, was das für ein Papier ist. Oh, wir scrollen mal eben runter. Ihr seht, es ist klein gedruckt und guckt mal, ich bin gerade mal in der Hälfte. Oh, weiter, 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 weiter. Das muss man alles mal studieren. Und jetzt stellt euch mal das Folgende vor. Richard Bennett hat dieses Papier im Original Lateinischen gelesen und dann da die Schlüsse daraus gezogen, was da drin steht. Und das ist unter anderem in diesem Papier hier, kommt das raus. Ja? Und da werden wir halt ein andermal, schätze ich, drüber reden. Mal eben gucken. Auch eine halbe Stunde, da bin ich noch gar nicht so lange. Ich dachte, ich wäre schon viel länger dran hier. Geht ja noch. Na. Können wir anfangen. Also die sozialistische Agenda des Papstes lässt sich anhand der offiziellen öffentlich zugänglichen katholischen Informationen belegen. Hier geht es nicht darum, dass ein protestantischer Jörg oder ein protestantischer der oder das oder irgendein anderer, der der römisch-katholischen Kirche irgendwie ans Bein pissen will, da irgendwie was drüber sagt, sondern hier geht es darüber, die Papiere der römisch-katholischen Kirche selber, des Papsttums selber, sich anzuschauen und zu analysieren. Schauen wir, was die selber dazu sagen. Da müssen wir schon gar nicht irgendwelche anderen Papiere mit dranfügen. Die sagen schon mehr als genug. Nur, man muss es eben verstehen. Und dabei hilft uns Richard Bennett bei. Deswegen sagt er, es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen. Erinnert ihr euch noch daran, dass es an der Zeit war, Alarm zu schlagen, als wir das Buch gelesen hatten, von Michael de Semlien, Alle Wege führen nach Rom? Ja? Dass eben der, wie auch in der Bibel gesagt, der Watchman on the Wall, also der Aufpasser, der Torhüter, jetzt ist es was anderes als ein Gatekeeper,
der Torhüter, der seine Stadt bewacht, eben Alarm schlagen soll, wenn der Feind ankommt. So, und wenn man diese ganzen römisch-katholischen Papiere des Papsttums und der römisch-katholischen Kirche sieht und man versteht sie, dann muss man die Leute warnen, dann muss man Alarm schlagen. Unser Artikel gibt einen Überblick über einige der wichtigsten Elemente der katholischen Arbeitsagenda, die monumental und kompliziert ist. Ja? Die katholische Arbeitsagenda ist monumental und kompliziert. Mal eben ein anderes Thema. Um das zu bestätigen, ja, ihr müsst mir mal eben eine Sekunde geben. Das Buch Global Vatican von Francis Rooney, ein wunderbares Buch, das Tom Fress damals gelesen hat, in 2005, also das Buch ist von 2000 und, 2008 oder sowas. Tom hat das Buch gelesen 2017, 18, glaube ich. Wollen wir eben gucken, gehen wir hier Text, ob wir uns den Text hier eben kopieren können. Weil, ich habe jetzt keine Lust, das so zu übersetzen, wir machen das eben mit dem Übersetzer in Google. Da arbeite ich ja öfter mit, wie ihr wisst. Also gehen wir zur Startseite, Google Übersetzer, Englisch, Deutsch. Und gucken wir mal, was er hier sagt. So. Da muss ich das nicht so in meinem gebrechlichen, gebrochenen Direktübersetzer machen. Warum wird die Macht und der Einfluss des Heiligen Stuhls unterschätzt? Ein Teil der Antwort, also nicht die ganze, sondern ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass es sich um eine außerordentlich komplexe und einzigartige Institution handelt und sie daher leichter abzulehnen als zu verstehen ist. Das sagt Francis Rooney. 3 Jahre lang mindestens, ich glaube 3 Jahre lang war er Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika beim Vatikan, bei der römisch-katholischen Kirche, am Heiligen Stuhl. Ja? Der sagt das. Der schreibt das Buch nicht nur mal eben so. Der schreibt das Buch, weil er ein Malteserritter ist, der globale Vatikan. Damals eben der Botschafter Francis Rooney. Der weiß, wovon er spricht. Der sagt das hier. Und Richard Bennett sagt, die katholische Agenda ist monumental und kompliziert. Genau das mit dem kompliziert hat er doch gesagt, oder? Ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass es sich um eine außerordentlich komplexe und einzigartige Institution handelt, die daher leichter abzulehnen als zu verstehen ist. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist doch das, was die meisten Menschen machen, wenn wir sie auf die römisch-katholische Kirche oder auf den Vatikan, wenn wir sie auf die Verzwickungen zwischen Politik und Religion ansprechen wollen. Ach, alles viel zu schwer. Ach, kann man sich gar nicht mit beschäftigen, kann man gar nicht durchgucken. Doch kann man. Man muss nur den richtigen Blickwinkel auf die Dinge haben. Der richtige Blickwinkel ist ganz einfach. Ich muss erst die Wahrheit kennen, durch die Bibel zu kennen. Und wenn ich die Wahrheit kenne, wenn ich Gottes Wort kenne, dann kann ich die Lüge ganz leicht entlarven. Da fällt mir das mit solchen Dingen auch nicht weiter schwer. Und dann ist die römisch-katholische Kirche gar nicht mehr so schwierig zu verstehen. Natürlich in allen Einzelheiten, das ist eine andere Sache. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Einzelheiten muss ich doch gar nicht mehr wissen, wenn ich das große Ganze verstanden habe. Wenn ich weiß, worum es im Großen und Ganzen bei der römisch-katholischen Kirche geht. Ja, das ist doch der Punkt. Ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass es sich um eine außerordentlich komplexe und einzigartige Institution handelt. Außerordentlich komplex. Ja, okay. Aber nicht so komplex, dass ich nicht durchschauen kann. Eher so komplex, dass es für viele Leute erstmal abschreckend wirkt, sich damit zu beschäftigen. Das kann ich ja verstehen. Hat ja nicht jede Zeit und die Lust, das zu tun. Aber wenn ich die Wahrheit suche, dann komme ich nicht umhin, mich damit zu beschäftigen. Und dann sind solche Papiere hier von Richard Bennett ein wunderbares Hilfsmittel, um den Verstand zu beschleunigen, zu helfen. Deswegen sagt er auch, ich bitte euch, den Artikel zu lesen und ihn an andere weiterzuleiten. Das mache ich ja hier mit dem Video. Ich bitte euch auch, ihn, wenn möglich, auf eurer Webseite zu veröffentlichen. Das mache ich hier mit meinen YouTube-Kanälen, solange ich die habe. Mit freundlichen Grüßen in Jesus Christus und für sein Evangelium, Richard Bennett. Und dann gehen wir in den Artikel. Gegenwärtig wird es immer offensichtlicher, dass die römisch-katholische Kirche in erster Linie ein sozialistisches System ist.
So kritisierte Dr. Paul A. Rahe, das ist also ein Amerikaner, deswegen spreche ich den Namen amerikanisch aus, der selber ein praktizierender Katholik ist, am 10. Februar 2012, also hier sitzt es schon 11, wenn dieses Video rauskommt, vielleicht schon 12 Jahre her, in einem viel gelesenen Artikel mit dem, Artikel mit dem Titel American Catholicism's Pact with the Devil, vehement die sozialistische Agenda der Kirche. Also ein praktizierender Katholik kritisiert vehement die sozialistische Agenda der Kirche. Nun habe ich eine kleine Sache und nehmt mir das nicht übel, ich will Richard Bennett wirklich nicht ans Bein pissen, aber ich habe eine kleine Sache, die ich Richard Bennett ein wenig, ja, ich würde nicht sagen, die ich ihm übel nehme, aber wo ich sage von Mensch, Jung, warum hast du das nicht mit reingenommen? Du weißt doch, wer die römisch-katholische Kirche ist. Du weißt doch, dass der Papst der Antichrist ist. Du weißt doch von der sozialistischen Agenda. Warum sagst du denn nicht alles? Genauso wie Martin Luther es damals sagte, man ist nicht nur verantwortlich für das, was man sagt, sondern auch für das, was man nicht sagt. Und das gilt, das Gleiche gilt für Dr. Paul A. Rahe, der den Artikel schreibt mit dem Titel American Catholicism's Pact with the Devil, was auf Deutsch heißt, der Pakt mit dem Teufel, den der amerikanische Katholizismus geschlossen hat. Oder der amerikanische Katholizismus sein Pakt mit dem Teufel, wie auch immer. Ihr versteht es schon, ne? Also der amerikanische Katholizismus hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Da geht's drauf hinaus. Meine Kritik ist jetzt, wenn ich doch weiß, dass die römisch-katholische Kirche die Hure von Babylon ist, wenn ich doch weiß, dass die römisch-katholische Kirche die Synagoge Satans ist, wenn ich doch weiß, dass der Papst der Antichrist ist, der vom Teufel die Macht und den Sitz bekommen hat und die Autorität bekommen hat, mal eben den genauen Wortlaut uns eben raussuchen, das ist Offenbarung 13, gucken wir eben, wie das in der Schlachter ist, die habe ich jetzt am schnellsten hier, da muss ich nicht wieder aus der Englischen übersetzen. Gehen wir in Offenbarung 13 und das müsste Kap Vers 4 oder 5 sein. Zwei. Ne? Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, ja, oder das griechische Wort bezeichnet einen weiblichen Panther. Okay, die Schlachter mit den komischen Kommentaren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären. Das erinnert dann an das Medo-Persische Reich. Sein Rachen wie ein Löwenrachen, das ist das Babylonische Reich. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wenn ich also weiß, und das weiß Richard Bennett, dass der Drache ihm die Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht gab, dann muss ich doch gar nicht mehr auf so einem Artikel, da muss ich doch mehr auf so einem Artikel rumhacken, der amerikanische Katholizismus pakt mit dem Teufel, weil da macht er hier einen Pakt mit sich selber. Das ist seine eigene Kirche. Na, ich hätte das selber, hätte ich das anders formuliert. Ich hätte gesagt, wie der amerikanische Katholizismus in Zusammenarbeit mit dem Teufel den Niedergang von Amerika und den Niedergang der modernen westlichen Gesellschaft heraufbeschwören will. Den Pakt, so hätte ich das benannt. Aber Richard Bennett ist da nicht drauf eingegangen und Paul A. Rahe, der Autor, auch nicht. Ich gebe euch ein paar Links damit bei, da könnt ihr nachschauen, wer dieser Rahe ist. Ich habe das in einer E-Mail an Tom geschrieben, den Link muss ich mir dann noch raussuchen. Ich habe das ja selbst rausgesucht, den gebe ich euch damit zu. Aber das ist ein sehr interessanter Artikel. Ja? 10. Februar 2012, Amerikas, der Pakt mit dem Teufel, mit dem amerikanischen Katholizismus. Oder der amerikanische Katholizismus, sein Pakt mit dem Teufel. Der Punkt hierbei ist, er sagt, er spricht hier deutlich vom amerikanischen Katholizismus. Er spricht nicht vom römischen Katholizismus. Da muss man wieder einen Unterschied machen. Und ich hatte das, glaube ich, schon in der Lesung von Herrscher des Bösen gesagt. Da kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf. Hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das Buch oder zumindest etwas, was da drin steht.
Dann der amerikanische Katholizismus ist anders als der römische Katholizismus. Aber er wird vom römischen Katholizismus momentan so geduldet. Und hier macht der amerikanische Katholizismus jetzt also einen Pakt mit dem Teufel. Ja, aber wenn der amerikanische Katholizismus eine Tochter des römischen Katholizismus ist und der römische Katholizismus ist das, was in der Offenbarung Kapitel 13 beschrieben wird, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht, dann macht ja hier der Teufel einen Deal mit sich selber. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ja. Gegen wen dann? Gegen die freien Völker dieser Welt. Gegen das freie Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Oder zumindest das sogenannte freie Volk. Das Volk, das von sich denkt, dass es frei ist. Aber im Sozialismus ist niemand frei. Und dass in Amerika niemand frei ist, das wird seit dem 11. September 2001 jedem Menschen deutlicher und deutlicher. Und wer da mehr Informationen zu möchte, der muss sich da das Buch durchlesen. Code Word Babylon, das zweite Buch. Ja, das erste habe ich ja bereits auf meinem Kanal gelesen. Das heißt ja mit dem Untertitel Code Word Babylon 666 Danger in the Vatican. Also Code Word Babylon 666 Gefahr im Vatikan, die Jesuiten und ihre Pläne zur Weltherrschaft. Und der zweite Teil, der heißt Antichrist is a Woman Alive and Well Again. Der Antichrist ist eine Frau, lebend und gesund wieder mal. Das ist das zweite Buch von P.D. Stewart, auch über 500 Seiten wie das erste. Und da findet man zum Beispiel in Kapitel 54 und 55 sehr interessante Dinge über Präsident Obama, das ist natürlich nach 2001. Aber da sieht man hier, Kapitel 55 heißt Obamas jesuitische, sozialistische und neue Weltorderverbindungen. Neue Weltordnung Verbindungen. Sozialistische, Obama und ein Sozialist. Obama war schon Sozialist, da war schon Kind, da war er Heranwachsender. Das habe ich auch jetzt gelernt aus diesem Buch. Da stehen viele interessante Dinge über Obama drin. Und eben die römisch-katholische sozialistische Agenda kann nicht ohne den Obama. Und wir sprechen hier, Paul Rahe schreibt das Papier 2012 und 2012 war Obama Präsident. Ja, der wurde 2009 zum Präsidenten gewählt, wurde zweimal, doch glaube ich, gewählt, oder nicht? Ist er nicht zweimal Präsident gewesen? 2009 und dann 2017, dann Trump und seitdem dann Biden, ne? Ist doch so, ne? Obama zweimal, ne? Tja. 20. Januar 2009 wurde Geschichte geschrieben in Amerika mit dem 44. Präsidenten, der eingeschworen wurde in sein Amt. Und das war ein schwarzer Mann, Barack Hussein Obama. Und der Autor schreibt hier sarkastischerweise dann dabei: Peace be on him. So wie die Muslime, die Mohammedaner das immer sagen. Das Kapitel selbst beginnt mit einem interessanten Zitat von John F. Kennedy, 10 Tage vor seinem Tod. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber der Punkt ist, dass Obama und die meisten Präsidenten vor ihm, also ganz sicher alle ab ja, Lyndon B. Johnson, sage ich, kann man glaube ich nicht ganz sicher zählen, aber ganz sicher Reagan. Reagan und Clinton, auf Clinton wird ja ganz deutlich in Code Word Babylon im ersten Buch eingegangen. Vater Bush dann, ne, also der George Walker Bush, der Präsident an den 90er waren und dann halt Clinton hinter dran und dann kam sein Sohn 2000 und 2004 und dann kam Obama, der den abgelöst hat. Das sind alles jesuitische und katholische Puppen. Das geht noch länger zurück, aber bei denen ist es am offensichtlichsten. Und die arbeiten eben auch mit an diesem Pakt mit dem Teufel. Es ist nicht nur der amerikanische Katholizismus, der daran mitarbeitet, sondern es sind eben auch die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, die einer fremden Macht dienen, nämlich dem Papst im Rom und nicht ihrem Volk in dem Land, was sie vorgeben zu leiten. Ja? Und der amerikanische Katholizismus, wie gesagt, ist eine etwas andere Sorte als der römische. Darüber hatte ich in Herrscher des Bösen gesprochen, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Da könnt ihr euch gerne die Lesung anschauen. Aber der amerikanische Katholizismus macht einen Pakt mit dem Teufel. Naja,
Also wenn ich Offenbarung 13 lese und verstehe, wie wir gerade getan haben, dann wissen wir von, dann macht er ja im Grunde einen Deal mit sich selber oder einen Pakt mit sich selber. Okay, da müssen wir nur wissen, wenn zwei einen Pakt schließen, gegen wen schließen sie ihn dann? Weil ein Pakt schließen ist ja die Basis der Verschwörung. Und das kann ich euch sogar biblisch beweisen. Dann gehen wir nämlich in das Alte Testament, in die Psalme, und dann gehen wir in Psalm 2. Und in Psalm 2 steht, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn. Ist das nicht dasselbe, wie wenn der amerikanische Katholizismus einen Pakt mit dem Teufel schließt gegen das amerikanische Volk? Oder wenn das weltweit passiert, gegen das Volk der Erde, gegen die Völker der Erde, gegen die verschiedenen Nationen und Sprachen, die wir haben, wenn wir das auf einer weltweiten Skala sehen. Ja, wir schauen das jetzt hier beschränkt auf Amerika, aber da Amerika ja so gesagt der Weltführer ist, ja, versteht ja keiner, dass es eigentlich Rom ist und Amerika nur nach außen in diesen Weltführer spielt, aber Amerika ist das jedenfalls bis vor kurzem wirtschaftlich erfolgreichste Land, das freieste Land, dass man immer dachte, bis halt 2001 kam, da wurden die Freiheiten ganz schön eingeschränkt. Wie gesagt, das steht sehr gut in dem Buch Code Red Babylon, ab Seite ja, 370, 75 beschrieben. Ja, ein neues Pearl Harbor oder die Straße zur Tyrannei, Kapitel 57, Seite 383, da fängt das an. Das könnt ihr da mal lesen, wenn ihr Englisch könnt. Da wird es also wirklich interessant, wenn man da jetzt reingeht und wenn man dann eben sieht, wenn hier der amerikanische Katholizismus, also die amerikanisch-katholische Kirche, einen Pakt mit dem Teufel schließt, mit ihrer Mutterkirche in Rom, gegen wen schließen sie ihn dann? Gegen ihr eigenes Volk. Und der Papst in Rom, der ja nicht der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, sondern der Stellvertreter Satans auf Erden ist, der hat sich natürlich mit dem Satan zusammen verschworen gegen die ganze Menschheit. Das ist das große Bild. Wenn wir wieder ins kleine Bild gehen, sage ich nur, ich hätte einen anderen Titel gewählt und ich finde es von Richard Bennett schade, dass er in diesem Artikel, den er hier geschrieben hat, nicht auf den Titel eingegangen ist und gesagt hat von, ja, pass mal auf, amerikanischer Katholizismus pakt mit dem Teufel, die haben für sich selbst einen Pakt gemacht und der Teufel, das ist ja immer noch die Mutterkirche in Rom, also gegen wen dann? Gegen die Amerikaner. Da hätte er ein bisschen mehr drauf eingehen können. Okay? Interessant ist jedenfalls, hier unten kommt bereits ein Zitat aus diesem Papier. Das lassen wir erstmal liegen. Das ist Seite 1. Ich glaube nicht, dass wir heute weiterkommen als Seite 1. Ich möchte euch jetzt mal kurz den Pakt zeigen. Ist schwierig im Internet zu finden, weil der Link, den Richard Bennett in sein Papier reingemacht hat, der funktionierte nicht mehr. Ich habe dann gesucht und habe ihn gefunden. Deswegen sehen wir hier ganz groß Präsident Obama und dann sehen wir hier American Catholicism Pact with the Devil, also der amerikanische Katholizismus Pakt mit dem Teufel. Und dann sehen wir den Artikel. Nur diesen Artikel, wenn wir nur kurz scrollen, wir gehen da jetzt gar nicht rein, den habe ich heute Abend der Renate zu treuer Hand gegeben. Und natürlich hat die Renate sich gleich draufgestürzt und freut sich, dieses Papier für uns auch zu übersetzen. So müssen wir nicht nur, also so lesen wir nicht nur das, was hier endet der Artikel, so lesen wir nicht nur das, was Richard Bennett über diesen Artikel hier in seinem Papier sagt, zusätzlich zu dem, was er selbst sagt, sondern so lernen wir, können wir auch den ganzen Artikel lesen. Später. Kommt jetzt aber noch nicht dran. Ja? Interessant ist jedenfalls hier der erste Absatz, deswegen lesen wir doch immer kurz in die Seite 2 rein. Er erklärte, also Dr. Paul A. Rahe erklärte, übrigens, ich kann euch mal ein Foto von dem Rahe zeigen, dann können wir den mal eben einblenden. Ich habe da meine Hausaufgaben wieder mal gemacht. Das ist der Rahe. Er ist übrigens Professor für Geschichte
und politische Wissenschaften am Hillsdale College. Ja, so sieht er aus. Erklärte, Zitat, zu meinem zunehmenden Bedauern hat die römisch-katholische Kirche in den Vereinigten Staaten zu meinen Lebzeiten viel von ihrer moralischen Autorität verloren. Sie hat dies vor allem deshalb getan, weil sie ihre Lehre der katholischen Morallehre ihren Ambitionen hinsichtlich einer Ausweitung des Verwaltungsapparats untergeordnet hat. Hätten die Bischöfe, Priester und Nonnen 1973, als der oberste Gerichtshof seine Entscheidung in der Rechtssache Roe vs. Wade fällte, blutigen Mord geschrien und den Krieg erklärt, wie sie es kürzlich getan haben, wäre die Entscheidung rückgängig gemacht worden. Stattdessen behaupteten sie unter der Führung von Joseph Bernardin, dem Kardinalerzbischof von Chicago, übrigens, da kommt Obama her, die Soziallehre der Kirche sei ein nahtloses Gewand und sie behandelten die Abtreibung als ein Anliegen unter vielen. So, deswegen wollte ich hier jetzt noch nicht wirklich mit reingehen, weil wir haben hier einige Dinge, die ganz interessant sind und ich möchte euch vor allen Dingen noch mal eine andere Sache deutlich machen und da gehen wir noch mal eben in was ganz anderes rein. Wir werden diesen Absatz hier nächste Sendung noch mal ein wenig tiefer uns anschauen, weil da stehen so viele Dinge drin, die man erklären muss, vor allen Dingen auch die Rechtssache Roe vs. Wade. Das sagt den meisten hier gar nichts. Da gehen wir dann auch ein und erklären, worum es ging, aber da ging es um Abtreibung. Und wie das biblisch zu sehen ist, ist ja wieder mal was anderes. Ja? Aber was mich jetzt eigentlich nochmal auf ein anderes Gleis gesetzt hat bei dem Lesen hier, ist American Catholicism's Pact with the Devil, der Pakt mit dem Teufel. Da dachte ich an den Pakt, den wir ja bereits besprochen hatten in dem Buch Herrscher des Bösen. Die Holy Alliance, ja, die Heilige Allianz. Ne? Das ist hier das Buch online. Ich habe das ein bisschen größer gemacht, deswegen ist hier das Holy Alliance. Hier seht ihr den Ronald Reagan, hier seht ihr den Papst Johannes Paul II. Wie Ronald Reagan und der Papst sich verschworen haben, um Polens Solidaritätsbewegung zu unterstützen, um den Kommunismus zu Fall zu bringen. So ungefähr könnte man das übersetzen. Da musste ich dran denken. Ich denke eben manchmal um ein paar Ecken, als ich las, der Pakt mit dem Teufel. America's Catholicism's Pact with the Devil. Nur ist ja die Frage von, okay, die amerikanisch-katholische Kirche kann ja gerne einen Pakt mit dem Teufel schließen. Die Frage ist doch, wie machtvoll ist die römisch-katholische Kirche in Amerika? Wie machtvoll ist der amerikanische Katholizismus? Wie viel Macht hat der? Und da habe ich mir gedacht, wir gehen noch mal eben in das erste Kapitel von dem Buch Herrscher des Bösen. Weil wenn wir verstehen, was die Voraussetzungen sind, die geschaffen wurden, um dafür zu sorgen, dass dieser Pakt auch tatsächlich durchgesetzt werden kann, wenn wir das verstehen, dann erscheint uns alles, was wir später in diesem Artikel über die sozialistische Agenda lesen, in einem viel realistischeren Bild. Und wir sehen auch viele Dinge auf einmal durch eine ganz andere Brille, wenn wir Amerika uns anschauen. Wie gesagt, Amerika wird immer gesagt, es ist protestantisch, aber warum ist denn da kein protestantischer Präsident? Warum ist denn auf dem amerikanischen höchsten Gerichtshof kein einziger Protestant? Und selbst wenn da ein Protestant wäre, die sind doch alle ökumenisch. Ist das also nicht alles ein und dieselbe Soße nach 1965? Da kommen wir ja dann auch nachher noch drüber oder zu 1965 mit dem Video, wenn die Renate das fertig hat mit dem Papst Paul dem VI., der da vor der UN spricht. Also müssen wir erstmal wissen, wie ist denn überhaupt der amerikanische Katholizismus politisch verankert? Wenn ich das verstehe, dann begreife ich auch die Bedeutung, wenn dieser amerikanische Katholizismus einen Pakt mit dem Teufel schließt gegen das eigene Volk. Welche Macht hat die amerikanische Kirche in Amerika? Das ist die Frage. Und dafür gehen wir eben in das Buch Herrscher des Bösen. Und ich lese hier direkt online
von meinem archive.org. Das könnt ihr euch selbst runterladen. Das steht auf meinem Archive. Ist inzwischen ein paar tausend Mal angeschaut. Seht ihr ja selber. Gehen wir doch mal in das erste Kapitel rein. Also, erstens, Bischof Mendel Creighton sagt, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir jetzt das Papier hier nochmal dabei nehmen, das hier, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat, dass hier also der amerikanische Katholizismus, die amerikanische Kirche, ein Staat im Staate ist und ein Deal macht mit dem Teufel, einen Pakt macht mit dem Teufel. Die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Behaltet das im Hinterkopf. Als ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Reporter in seiner Titelgeschichte der US-amerikanischen Zeitschrift Time von 1992 bekannt gab, siehe deutsche Übersetzung im Anhang FA, da könnt ihr also den ganzen Time-Artikel von 92 lesen, wo ihr hier ja gerade das Bild von gesehen habt, ja, das Titelbild von dem Time-Magazin, ja, da könnt ihr den ganzen Artikel lesen, es hat damals Victor komplett übersetzt, dann klickt man hier drauf, geht in den Anhang 1 FA und dann guckt man sich das an. Dass eine Verschwörung, die Präsident Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. Zu einer geheimen heiligen Allianz verband, den Niedergang des Kommunismus herbeigeführt hatte, blickte mindestens ein Leser durch den Medienrummel. Professor Carol A. Brown von der Universität von Massachusetts schrieb daraufhin einen Brief an die Time, also an die Zeitschrift Time, mit folgendem Wortlaut, Zitat. Erst letzte Woche stand ich vor meinen Studenten und unterrichtete sie über die Wichtigkeit der Trennung von Kirche und Staat. Diese Woche lernte ich aus der Zeitung, dass der Papst die amerikanische Außenpolitik schmeißt. Kein Wunder, dass unsere jungen Leute heute nur noch zynisch auf die amerikanischen Ideale herabblicken. Ende Zitat. Ja, natürlich, denn wenn der Papst, der Führer der römisch-katholischen Kirche, die amerikanische Außenpolitik bestimmt. Was machen denn dann überhaupt noch die Politiker? Richtig, sie sind nur noch das hier, wie wir in moderne Kriege immer wieder anführen. Sie sind nur noch Puppen der römisch-katholischen Kirche, die die Befehle ausführen, die ihnen gegeben werden. Und wenn sie ihre Befehle nicht ausführen, dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, sie zu bestrafen. Unter anderem können sie auch so enden wie John Fitzgerald Kennedy, über den wir ja ausführlich gesprochen haben. Sicherlich Michael in den Sendungen über die Verschwörungen zur Hinrichtung von John Fitzgerald Kennedy und andere. Es gibt auch noch andere Beispiele. Nicht alle enden tödlich, aber viele. Diese Woche lerne ich aus der Zeitung, dass der Papst die amerikanische Außenpolitik schmeißt. Ja, wenn er und seine Studenten das lesen, dann ist es kein Wunder, dass junge Leute sich nur zynisch über die amerikanischen Ideale herabblicken, weil amerikanische Ideale sind nicht in Einklang zu bringen mit der römisch-katholischen Kirche. Das ist denen schon mal deutlich. Nun, was Professor Brown hier aus dem Artikel von Carl Bernstein gelernt hat, habe ich, Tapasorsi, für mich selbst über mehrere Jahre privater Forschung herausgefunden. Das Papsttum lenkt tatsächlich die Außenpolitik der Vereinigten Staaten und hat dies auch schon immer getan. Bernstein schrieb, dass die leitenden amerikanischen Köpfe hinter der Reagan-Vatikan-Verschwörung dem Papst hörige Katholiken waren und er nannte sie direkt beim Namen. William Casey, CIA-Direktor. Richard Allen, Berater für nationale Sicherheit. Judge Richter William Clark, Berater für nationale Sicherheit. Alexander Haig, Staatssekretär. Vernon Walters, Sonderbotschafter. Und William Wilson, Botschafter für den Vatikanstaat, den Präsident Ronald Reagan wieder eingeführt hat. Weil die Vereinigten Staaten von Amerika
hatten keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan, nachdem die Amerikaner das 1867, 2 Jahre nach dem Mord an Präsident Lincoln, unterbunden hatten. Weil sie herausgefunden hatten, dass die Jesuiten, die Sturmtruppen von Rom, verantwortlich waren für das Attentat auf Abraham Lincoln. Könnt ihr auf meinem Archive auch ein paar Bücher drüber lesen. Habe ich auch ausführlich drüber gesprochen in vielen anderen Dingen. Und da wurden die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Es gab seitdem immer inoffizielle Beziehungen. Dadurch, dass man persönliche Abgesandte geschickt hat. Bekannt ist das auf jeden Fall von dem Präsidenten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, Woodrow Wilson. Und sein Edward Mendel House. Schaut euch den mal an. Macht da mal eure eigene Nachforschung drüber. Und alle anderen Präsidenten danach hatten immer einen persönlichen Abgesandten beim Vatikan. Aber Ronald Reagan, der sich mit Papst Johannes Paul II. Verschworen hat, den Kommunismus mit Hilfe der polnischen Solidaritätsbewegung zum Untergang zu bringen, der hat den ersten amerikanischen offiziellen Botschafter wieder eingeführt. Und Francis Rooney, der Autor des Buches Global Vatican, wo wir das uns vorhin angeschaut hatten, wegen dem Zitat auf Seite Römisch 16 in seinem Vorwort, der Ritter von Malta war ja auch Botschafter dort zwischen 2005 und 2008. Entschuldigung, einen kurzen Schluck trinken. Um die Zunge zu schmieren. So, jetzt kann ich wieder weiter schneiden. Allzu lange mache ich auch nicht mehr, weil wir wollen ja nicht zu lange gehen. Tapassos fährt in seinem Buch fort, aber der Reporter versäumte leider zu erwähnen, dass der gesamte Senat für auswärtige Beziehungen ebenfalls von römischen Katholiken regiert worden. Der Senat für auswärtige Beziehungen. Das muss man sich mal vorstellen. Was heißt denn das? Genau das, was der Professor Carol L. Brown hier anklagt. Diese Woche lerne ich aus der Zeitung, dass der Papst die amerikanische Außenpolitik schmeißt. Ja? Weil der gesamte Senat für auswärtige Beziehungen ebenfalls von römischen Katholiken regiert wurde. Insbesondere die Senatoren. Joseph Biden, 2023 aktueller Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, damals im Unterausschuss für europäische Angelegenheiten. Paul Sarbanes, Politik für internationale Ökonomie, Handel, Ozeane und Umwelt. Daniel P. Moynihan, nahöstliche und südasiatische Angelegenheiten. John Kerry, den kennt ihr auch noch, der war in der Administration von Obama Minister. Jetzt frag mich nicht mehr welcher, ich glaube Außenminister oder so. Und Christopher Dodd, westliche Hemisphäre und Friedensdiplomatie. Hätte Bernstein dies gewusst, wäre er vermutlich sofort losgelaufen, um seine Liste mit Führern der amerikanischen Innenpolitik, wie beispielsweise Senatsmehrheitsführer George Mitchell und Tom Foley, dem Sprecher des Weißen Hauses, zu erweitern. Wie der Weltalmanach der US-Politik von 1992 jedoch beschreibt, gab es in der Zeit keinen einzigen Bereich in der Legislative, der nicht unter der direkten Kontrolle eines römisch-katholischen Senators oder eines Repräsentanten stand. Und hier möchte ich jetzt eine Pause einlegen, bevor wir in die zweite Lesung irgendwann mal gehen. Der Artikel, den Richard Bennett verfasst hat, und der Artikel, den Paul A. Raahe verfasst hat, wo es um den amerikanischen Katholizismus geht, der einen Pakt mit dem Teufel schließt. Das Buch Herrscher des Bösen. Die Personen, die wir gerade eben besprochen haben, alles dreht sich nur um Amerika. Jetzt sagt der geneigte Zuschauer natürlich so leise, weiß der Jörg was? Ey, Amerika geht mir so am allerwertesten vorbei. Ich lebe hier in Deutschland. Erzähl doch mal, wie das in Deutschland ist. Und jetzt kommt ihr dran. Jetzt kommen eure eigenen Untersuchungen an. Jetzt könnt ihr mal zeigen, ob ihr wirklich an der Wahrheit interessiert seid und auch selber eure eigene Nachforschung anstellen könnt. Und ganz sicher nach der zweiten Lesung. Bereitet euch da schon mal drauf vor. Ihr müsst euch nicht mal Stift und Papier mitnehmen, weil ihr könnt das Herrscher des Bösen Papier, also das Buch, auf dem Internet gratis hier mitlesen. Ihr könnt es gratis euch selber als PDF runterladen. Ihr könnt es immer haben. Ihr könnt da Bemerkungen, ihr könnt da alle möglichen Notizen reinmachen. Ihr könnt da
das Papier verdeutschen. Das ist das, was ich meine. Ich habe damals mit Hilfe natürlich von Viktor, der hat ja die Arbeit gemacht, die ganze Übersetzung zu machen. Der hat das Buch von Englisch ins Deutsch übersetzt. Aber das Buch verdeutschen heißt ja, das, was da in Amerika genannt wird, dafür Äquivalente in Deutschland zu suchen und dann aufzuzeigen, wie in Deutschland genau dasselbe passiert wie in Amerika. Das heißt, wie sind denn die katholischen Hintergründe der deutschen Legislative und der deutschen Exekutive? Und in die amerikanische Legislative gehen wir jetzt doch noch mal eben rein, weil sonst ist das keine Hausarbeit, sonst wäre es ja alles für nächstes Mal. Also, schauen wir noch mal. Die Komitees und Unterausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten von Amerika und die Zusammenarbeit in den Bereichen, und jetzt hört gut zu und schreibt es euch auf und gebraucht das dann für Deutschland. Die Komitees und Unterausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten von Amerika für die Zusammenarbeit in den Bereichen Kommunikation, Telekommunikation, Energie, Medizin, Gesundheit, Bildung und Soziales, Humandienstleistungen, Verbraucherschutz, Finanz- und Wirtschaftsinstitute, Verkehrswesen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Gefahrenstoffe, Steuern, Bankenregulierung, Währungs- und Geldpolitik, Aufsicht über das Federal Reserve System, in Deutschland wäre das die Aufsicht über die Bundesbank, Rohstoffpreise, Mietdienstleistungen, Kleinunternehmensverwaltung, städtische Angelegenheiten, europäische Angelegenheiten, Nahost- und südasiatische Angelegenheiten, also da geht es um ausländische Beziehungen, das könnt ihr dann auf Deutschland anderweitig zupassen, aber außerhalb der EU. Betäubungsmittel, Terrorismus, internationaler Nachrichtenverkehr, internationale Wirtschafts-, Handels-, Meeres- und Umweltpolitik, Versicherung, Wohnungswesen, Gemeindeentwicklung, Bundesdarlehensgarantien, wirtschaftliche Stabilisierungsmaßnahmen. Einschließlich Lohn- und Preiskontrollen, Gold- und Edelmetalltransaktionen, Landwirtschaft, Tier- und Forstwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Ernährung, Preisstützung, Agrarexporte, Bodenschutz, Bewässerung, Flusskanalisierung, Hochwasserschutz, Minderheitsunternehmen, Umwelt- und Umweltverschmutzung, Fördermittel, Verteidigung, Auslandsoperationen, Impfstoffe, Kennzeichnung und Verpackung von Medikamenten, Drogen- und Alkoholmissbrauch, Inspektion und Zertifizierung von Fisch und verarbeiteten Lebensmitteln, Verwendung von Vitaminen und Saccharin, Vorschläge der nationalen Krankenversicherung, Rechtsberatung, Familienbeziehungen, Kunst- und Geisteswissenschaften, Behinderten- und Altenversorgung. Mit anderen Worten, praktisch jeder Aspekt des weltlichen Lebens in Amerika kam unter den Vorsitz eines dieser römisch-katholischen Laien. Die Namen besparen wir uns jetzt sowieso, davon mal abgesehen. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir verstehen, dass wir jetzt oder dass ich euch jetzt die Aufgabe gebe, diese hier genannten Punkte sich mal anzuschauen. Wer da in Deutschland für verantwortlich ist, im Bundestag, im Bundesrat und in den ausführenden Organen, also Legislative und Exekutive, vor allen Dingen aber eben Legislative, also gesetzgebende Macht. Wer sind denn da die Vorsitzenden in den verschiedenen Ausschüssen? Und was haben die für einen religiösen Hintergrund? Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal. Schaut euch das mal an. Und dann schreibt mir die Kommentare in dieses Video, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Weil schlussendlich geht es ja nicht darum, dass ich euch nur die Sachen vorlese, sondern darum, dass ihr euch da selbst beschäftigt, selbst mit beschäftigt und dass ihr es selber versteht und durch die Beschäftigung noch besser verstehen lernt, als dass ihr es verstehen könnt, wenn ich es nur vorlese und euch beibringe.
Ihr seht schon, dieser Artikel, wir sind ja gerade mal am ersten Absatz auf Seite 2 angelangt, wird noch sehr interessant. Sehr interessant. Und dann haben wir noch gar nicht gesprochen über Caritas und Veritate. Das kommt noch. Ja, da habe ich mal wieder was angefangen, ne? Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht beschwören, dass jetzt gleich nächste Woche das nächste Video rauskommt, sondern ich will ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass ihr euch an die Hausaufgaben setzt und auch wirklich mal zeigt, dass ihr auch mitarbeiten wollt. Und dass ihr dadurch zeigt, dass das, was ich hier sage, auch wirklich Verständnis in euch bewirkt. Da geht es doch im Grunde drum. Tom sagt immer, wenn man bestimmte Dinge lernt, dann muss man sie wieder kauen und wieder kauen. Ruminate, ja, wie man es im Englischen heißt. Wie eine Kuh, das Gras wiederkäut und wiederkäut und wieder. Immer wieder dasselbe. Hochwirken, wieder kauen, hochwirken, wieder kauen. Bis es richtig verdaut ist. Bis ihr es euch angeeignet habt. Bis das Wissen euer Wissen ist. Das Wissen, was ich euch hier vermitteln werde, soll euer Wissen sein. Das kann es nur, wenn ihr euch damit selber beschäftigt. Ich freue mich drauf und bin drauf gespannt, was in den Kommentaren darunter steht. Und ich bin sicher, ich bin ganz sicher, am Ende werdet ihr genau zu dem Entschluss kommen, dass das, was da in Amerika passiert, in Deutschland ganz genauso passiert. Und in anderen Ländern auch. Und dann werden wir in der nächsten Sendung in demselben Buch etwas weiter unten lesen, warum das nicht nur in Amerika, sondern weltweit passiert. Und bis dahin bitte ich euch, mitzuarbeiten, dieses Projekt der römisch-katholischen sozialistischen Agenda ein Projekt werden zu lassen, wo wir alle zusammenarbeiten und den Leuten, die sich dann diese Videos anschauen, zusammen zeigen können, schaut mal hier, schaut mal da. Und zur Not macht eigene Videos und schickt mir die Links. Die Videos kann ich dann hier mit einarbeiten oder wir können die in den Kommentaren verlinken. Ist doch nicht so schwierig, ein Video zu machen. Aber macht es selber auch. Haltet euch mit an das, was Richard Bennett sagt, wenn er sagt, Katholiken lieben und Katholizismus entlarven. Und wir eben, wo sagt er das hier? Ich bitte euch, den Artikel zu lesen, ihn an andere weiterzuleiten. Ich bitte euch auch, ihn auf eurer Webseite zu veröffentlichen. Wir müssen Alarm schlagen. Ja? Es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen. Und es ist an der Zeit, allen Menschen diese Information zugänglich zu machen. Manche lernen es von der weltlichen Seite, wie diese hier ist. Und wieder andere lernen es durch das Wort Gottes zu lesen. Die Bibel. Und das sollten wir täglich tun. Ich tue es leider auch nicht täglich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich schäme mich dafür und ich bereue das auch. Aber ich bin dann oftmals abends so müde, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und wenn ich ein Ding wirklich möchte, dann ist es, wenn ich die Bibel studiere und wenn ich Gottes Wort studiere, Gottes Wort lese, dann möchte ich mich da 100% drauf konzentrieren können. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Nein, doch. Oh.